Die Playoff-Halbfinalserie ist wieder offen. Der TV Augsburg setzt sich mit 7:5 nach Verlängerung gegen die HC Köln-West Rhinos durch. 7:5, knappes Spiel heute. Wie groß ist jetzt die Erleichterung, dass es weitergeht mit dem Halbfinale? Ja, riesengroß, weil wenn wir heute verloren hätten, dann wäre das Jahr für uns zu Ende gewesen und wir hätten Winterpause gehabt und von dem her sind wir zurück in der Serie. Jetzt steht es 1-1, müssen wir nächste Woche nach Köln fahren und ich denke, jetzt ist jedem klar, dass wir dort nur mit so einer Leistung wie heute eine Chance haben, ins Finale zu kommen. Was dachtest du dir heute, als es dann 5:5 wieder stand für Köln? Was dachte ich mir da? Ich habe eigentlich gehofft, dass wir in der regulären Spielzeit nur vielleicht nur die Chance haben, eins zu machen. Hat man ja dann auch noch mit dem kurzen Überzahl, aber wir waren halt bei 4 gegen 4 einfach die klar bessere Mannschaft. Es wurde eigentlich immer nur brenzlig, wenn Köln in Überzahl war. Und ich war eigentlich die ganze Zeit überzeugt davon, dass wir es gewinnen. Und dann nach dem 7:5 hat man ja auch noch ein paar Chancen, das sofort zu entscheiden. Aber die Jungs haben heute super gekämpft und wirklich jeder Spieler super Einsatz. Vorne im Ball sicher, toller Kampf einfach von den Jungs. Und das macht es natürlich mir auch leicht. Es waren ganz wenige klare Chancen heute von Köln bei 4 gegen 4. Und das ist dann natürlich für einen Torwart kein leichtes Spiel, aber angenehmeres Spiel. Sehr zerfahren, muss ich sagen. Also ich fand das bei uns in Köln hochklassiger. Ist natürlich bedingt auch durch das Spielfeld ein bisschen hektiker zugegangen. Ich fand jetzt Augsburg nicht so überragend, aber die haben einfach cleverer gespielt und uns hat die Puste in der Verlängerung einfach gefehlt. Jetzt kommt auf das dritte Spiel an. Was können wir da in Köln nochmal für ein Spiel erwarten? Also klar, beide Mannschaften werden Vollgas geben, wir wollen beide ins Finale. Ich denke mal, dass es nicht so weit hin und her gehen würde. Ein bisschen mehr Taktik bei uns in einer großen Halle ist da machbar. Hier musst du halt in Schlagabtausch eingehen, was eigentlich nicht unsere Devise war, aber das kannst du bei dem großen Feld, also bei dem kleinen Feld hier mit dem runden Banden, kannst du das nicht abschalten. Wie groß kann man den Heimvorteil in dieser Serie beschreiben? Also ich denke schon sehr groß. Man hat es auch hier wieder gesehen, wir haben lange gebraucht. Also wir haben gut angefangen, aber nachher lange gebraucht, um uns zu orientieren, wo der Ball jetzt wirklich lang hin und her geht. Das hat man, glaube ich, gesehen. Das hat man den Augsburger auch, die ersten Drittel bei uns in Köln eingesehen. Und wir hoffen halt, dass es nächste Woche auch wieder so ist, dass sie sich nicht so schnell dran gewöhnen. Ja, es war heute, ich habe schon gehört vom gegnerischen Trainer, ein komisches Spiel. Das stimmt schon so weit, weil wir eigentlich die klar bessere Mannschaft waren bei 4 gegen 4. Und die Jungs heute, das ganze Team einen Wahnsinnsaufwand betrieben hat und eigentlich mit der besten Heimspiele seit langem gemacht hat und gekämpft hat um jeden Zentimeter. Und wir eigentlich klar besser waren und immer in Führung. Und wir bloß dann leider immer, keine Ahnung warum, blöde Strafzeiten bekommen haben und natürlich so Köln wieder ins Spiel zurückkommen haben lassen. Genauso wie am Schluss, Verlängerung wäre nicht nötig gewesen. Dann ist Verlängerung immer eine Willenssache, einfach eine Sache von der Einstellung. Und das Team war heute einfach sowas von heiß und geil auf diesen Sieg und hat sich diesen Sieg sowas von erarbeitet und verdient. Und ich bin einfach nur heute richtig stolz auf die Jungs. Auch muss heute auch mal ein Kompliment an unseren Torwart Andreas Fuchs aussprechen, weil der auch eine super Leistung, der hat lange nicht gespielt und kommt hier rein und macht ein Wahnsinnsspiel. Dann auch die Jungen wie Klimek, Maxi Nies, Alex Giersig etc. Super Job. Und dann, klar, und der Florian Nies in Unterzahl, 2 gegen 4, muss ich auch mal herausheben, was das für ein super Tor war. Und dann muss ich auch mal jetzt aber an der Stelle Kompliment an die Zuschauer aussprechen. Die Kulisse heute war wie ein Hexenkessel und haben uns nach vorne gepeitscht. Und sowas braucht man in den Playoffs. Und wenn man so alles zusammen hat im Topf, dann gewinnt man solche Spiele. Warum wird der TVA das dritte Spiel für sich entscheiden? Der TVA wird das dritte Spiel für sich entscheiden, weil wir einfach wahnsinnig heiß sind, nochmal ins Finale zu kommen. Weil wir alles dafür tun werden. Wir werden die Woche wieder hart arbeiten und werden volle Motivation nach Köln fahren. Aber es ist natürlich ein Spiel, es fängt wieder von vorne an. Es steht jetzt 1-1, 0-0 und 50-50 sind die Chancen. Aber wir werden alles dafür tun, dass sich am Schluss das Pendel auf unsere Seite neigt. Am Samstag kommt es jetzt in Köln zum Entscheidungsspiel um den Finaleinzug.